Das ist gut. Geschätzte Besucherinnen, geschätzte Besucher, liebe Bauern, auch ich möchte gerne in der Freude Ausdruck geben und möchte mich auch bedanken, dass ich hier mit einer Schmäh an Dörfer auf Stand schauen, dass wir rangieren. Ich möchte euch vorab ein Kränzchen wenden für die sehr gute Qualität, die ihr hier ausgestellt habt. Ich habe vor allem auch bei den Allerkleinsten, bei den Kalbern, eine Abteilung dürfen richten, wo die ersten, sagen wir mal, 5-6 Kalber wirklich alle sehr, sehr rare Tiere sind. Ein grosses Kompliment. Ich glaube, die Jugend, die wieder da ist, verspricht sehr, sehr viel. Ich bin aber auch stolz, dass das Original Brunnenvieh, ich darf es immer wieder sagen, diesen Weg zugenommen hat. Es hat in den letzten 10-15 Jahren mehr als eine Verdoppelung stattgefunden und das ist auch für mich natürlich höchst erfreulich. Ich kann mir auch noch sagen, dass sehr viele Tiere im Moment sogar in die Westschweiz reisen, wo die wieder mit originalbraunen Tieren, sechs zum Mähen oder sechs für in der Mutterkuhhaltung, wieder anfangen zu züchten. Und ich glaube, das beweist den Erfolg, den wir jetzt in den letzten Jahren dürfen verbuchen. Jetzt bin ich aber hier für die Mist zum Erkühlen. Ich habe zuerst die Drittrangierung zum Bekanntgeben. Dann sage ich Mist. Und dann ist es klar, welche als der zweite ist. Für mich ist am heutigen Tag im dritten Rang die Kuh da. Herzliche Gratulation in dem Besitzer. Miss, das ist für mich die Kuh da, die im Moment so ein bisschen nervös ist. Ganz herzliche Gratulation und Vize-Champion ist die Kuh in der Mitte. Ich muss es kurz begründen. Die Miss ist bei mir ein Stück überlegen im Fundament. Sie hat sehr ein trockenes Fundament, steht auf einem sehr guten Klauensatz, auf einem guten Fessel. Und da ist auch weiter entscheidend die Unterbodenhöhe, die die Kuh doch hier ausweisen, wo sie in der Vize-Miss ein Spürchen überlegen ist. Sie ist am Rahmen eine herrliche originalbraune Kuh, eine Kuh, die hervorragend verwachsen ist in die Vorhand, mit einem sehr breiten, schönen Becken und wie schon gesagt, mit einem Ausstichfundament. Die Vize-Miss ist eine Kuh, die extrem Eindruck macht. Die Kuh ist unerhört tief in der Brust, sie ist sehr breit, vielleicht in der oberen Linie, nicht ganz so stark wie jetzt die Miss, aber mit dieser Breite und mit diesem Gewicht, glaube ich, darf sie auch ein bisschen drücken. Aber auch die, wieder eine mit einem sehr langen Uter, sehr breiten Uter, vor allem hinten sehr hoch und mit vier korrekten Sitzen. Vorzogen haben sie da in der Drittrangierten, weil sie mir einfach doch im Fundament noch ein Spürchen besser ist, wenn die im dritten Rang und vor allem noch ein bisschen mehr Vorreiter aufweist. Aber ich möchte euch allen ganz herzlich gratulieren zu diesen sehr raren originalbraunen Kühen, die ihr hier ausgestellt habt.